Herzlich willkommen zur ersten Klartext-Ausgabe im Jahr 2015. Gewählt, Koalitionspartner gefunden und angelobt, und das nicht einmal in 24 Stunden. Das ist sehr ungewöhnlich für unsere Breitengrade. Keinen weiteren Tag später, gestern, stand auch schon die Regierung. In Griechenland gehen es die neuen Machthaber aus dem Linksbündnis Syriza flott an. Großes Ziel von Syriza-Chef Alexis Tsipras und seines rechten Koalitionspartners, den unabhängigen Griechen, ist ein Ende der Sparpolitik. Offensichtlich ist dieses Ziel das einzige, was die beiden ungleichen Koalitionspartner zusammenhält. Die Reaktionen aus Brüssel sind bisher eher reserviert, abwartend und in der einen oder anderen Wortmeldung auch warnend, wenn etwa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagt, es kann keinen Rückfall in frühere Irrungen und Wirrungen geben. Ob und welche Folgen dieser Machtwechsel in Athen haben wird, darüber wollen wir heute diskutieren und im besten Sinne streiten. Meine Gäste, Theodoros Paraskevopoulos, Ökonom, Syriza-Berater und wie man gelesen hat, Freund von Alexis Tsipras, einer der Väter des Wirtschaftsprogramms von Syriza. Er kann und wird uns authentisch berichten, welche Politik in Griechenland einziehen wird und was vom Wahlkampf übrig bleiben wird. Guten Abend. Guten Abend. Weiters, Andreas Schieder, Fraktionschef der SPÖ im Parlament, die wie viele andere sozialdemokratische Parteien in Europa den Wahlsieg der griechischen Linken sehr wohlwollend, ja, mitunter sogar begeistert aufgenommen haben, wenn ich da zum Beispiel an Italien denke. Andreas Schieder war bis vor einem Jahr Finanzstaatssekretär und mit dem griechischen Patienten, wenn ich das mal so sagen darf, auf Brüsseler Ebene intensiv beschäftigt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich begrüße Barbara Kappel, Abgeordnete der Freiheitlichen im Europaparlament mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Finanzpolitik. Sie und Ihre Partei lehnen einen Schuldenschnitt, also einen Schuldennachlass für Griechenland ganz entschieden ab. Guten Abend. Und mein vierter Gast ist Franz Schellhorn, Gründer der liberal-konservativen Denkfabrik Agenda Austria. Er sagt, der Weg zurück ist keine Option. Mit anderen Worten, Griechenland sollte weiter auf Sparkurs bleiben. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, wir sind die Regierung der nationalen Rettung und die Politik der Unterwerfung sei vorbei. So sprach Alexis Tsipras heute anlässlich der ersten Kabinettssitzung in Athen. Herr Paraskevopoulos, die Wahlversprechen von Syriza waren groß. Die Erwartungen Ihrer Wählerinnen und Wähler haben, möchte ich Ihnen widersprechen. Dazu kommen wir gleich. Die Erwartungen Ihrer Wählerinnen und Wähler sind entsprechend auch groß. Etwa 12 Milliarden. Nein, kosten die Wahlversprechen 11,8, habe ich gelesen. Also knapp 12 Milliarden. Schon eine Idee, woher Sie das Geld nehmen wollen? Ja. Wir stehen dafür 12,5 Milliarden bereit, denn durch Umschichtungen im Haushalt, durch schon programmierte Eingriffe gegen die Steuerhinterziehung und schon programmierte Eingriffe gegen den illegalen Brennstoffhandel. Das hat in Österreich wahrscheinlich keine Bedeutung, aber im Land der Räder und der Raffinerien eine große Bedeutung. Durch diesen Handel entgehen dem griechischen Haushalt ungefähr 4 Milliarden Steuergelder jährlich. Und es ist heute mit der heutigen Technik sehr einfach, das zu packen. Aber sie wollten nicht. Wenn Sie die Steuerhinterziehung schon ansprechen, das ist ein großes Thema in Griechenland. Man fragt sich, wenn es so ein bisschen nicht geklappt hat, warum sollte es jetzt plötzlich klappen? Dass du das in Arbeit bekommst. Zuerst möchte ich bemerken, wenn Herr Juncker meint, es gibt kein Zurück in die Zeit der Irrungen und Wirrungen, es gibt kein Zurück in der Zeit der Pflege der Steuerhinterzieher in Luxemburg, meint er wohl. Oder? Das wird er wohl nicht gemeint haben, ein Seitenhieb auf Herrn Juncker. Aber nochmal, diese Steuerhinterziehung, das haben die bisherigen Regierungen schon nicht geschafft. Die Reichen bringen ihr Geld ins Ausland oder haben es schon gebracht. Wie wollen Sie das machen? Weil die bürgerlichen Parteien, also ja, mein Gesprächspartner hier wird wahrscheinlich widersprechen, aber in Griechenland nennen wir bürgerliche Parteien alle, die rechts von uns sind. Die bürgerlichen Parteien. Also eigentlich alle, oder? Bitte? Also eigentlich dann alle. Nein, es gibt auch die kommunistische Partei und es gibt auch kleinere Parteien, die ins Parlament gekommen sind. Sie wollten es nicht. Und die Troika, das heißt die Vertreter der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds, obwohl sie sehr viel davon geredet haben, dass die Steuerhinterziehung bekämpft werden muss und dass die reichen Griechen zahlen müssen, haben sie bei allen anderen Maßnahmen großen Druck ausgeübt, aber bei dieser nicht. Und Sie glauben, da bekommen Sie diese knapp 12 Milliarden her, dass Sie für Ihre Maßnahme brauchen.
Jetzt gibt es einen neuen Finanzminister, Yannis Varoufakis, ein Wirtschaftswissenschaftler, der scheut offenbar nicht die kräftigen Sprüche. Er hat einmal in Anlehnung an die CIA-Foltermethoden gemeint, die EU betreibe in Griechenland fiskales Waterboarding. Das ist sehr deftig. Nach feiner Klinge hört sich das nicht an. Wird das so in Brüssel auftreten? Ich würde das anders nennen. Ich würde sagen, die EU und vor allen Dingen die großen EU-Länder haben in Griechenland eine, ich will es nicht sehr deftig sagen, eine unseriöse Finanzpolitik betrieben. Sie haben Geld zum Fenster hinausgeworfen. Und das haben wir von Anfang an, von 2010 schon gesagt, dieses sogenannte Hilfspaket, ein deutscher linker Abgeordneter hat das ein Rettungsring aus Blei genannt, dieses Paket verbunden mit den mit Bedingungen, die die griechische Wirtschaft abwürgen, es heißt, das Geld der Steuerzahler zum Fenster hinauswerfen. Kein Mensch, kein Bankier wirkt seine Gläubiger ab. Da kriegt er sein Geld nicht wieder. Wir werden das intensivieren. Ich möchte die anderen Gäste in die Diskussion holen. Ich sagte schon in der Einleitung, Herr Schieder, es gab viel positive Resonanz, auch aus der SPÖ auf diesem Wahlsieg. Obwohl eigentlich die griechische Schwesterpartei der SPÖ, die BASOK, eben von der Syriza eigentlich zertrümmert worden ist bei dieser Wahl. Ich frage mich, was imponiert Ihnen jetzt an der Arbeit von Syriza, von der man ja annehmen müsste, die würde die SPÖ wahrscheinlich in Griechenland bekämpfen? Vielleicht darf ich trotzdem zwei Wörter auch zur PASOK verlieren, die sich zum Teil ja auch selbst zertrümmert, nämlich in internen Streitereien und leider auch in der Unfähigkeit, die notwendigen Reformen, wo man auch Klüngelpolitik und diese Dinge endlich beschneidet, dass es in der Vergangenheit leider nicht gelungen ist, durchzuführen. Oder daher ist die Hoffnung, die wir verbinden mit dem Wahlsieg in Syriza, ist, dass eine neue Gruppe von Leuten an die politische Macht gekommen ist. Das griechische Problem ist, dass in den letzten 40 Jahren eigentlich immer auf der linken wie auf der rechten Seite dieselben Partien immer wieder die Macht untereinander aufgeteilt hat und daher sehr viel auch in dem Land stecken geblieben ist in dieser Klüngelpolitik. Das ist einmal eine strukturelle Hoffnung. Und die zweite Sache ist die, dass wir auch schon beim Schnüren dieses Troika-Pakets kritisch gesehen haben, zum Beispiel den erzwungenen Verkauf von Staatseigentum, diese erzwungene Privatisierung. Weil klar ist, wenn du unter Druck, unter Zwang privatisierst, kriegst du keinen vernünftigen Preis erstens zustande und zweitens ist es auch, wie zum Beispiel die Frage von staatlicher Infrastruktur, die du ganz dringend brauchst, um Wirtschaftswachstum zu organisieren, zu hinterfragen, ob es da Sinn macht, diese zu privatisieren. Ich sage nur Beispiel Häfen und ähnliche Infrastruktur. Also da gibt es jetzt hier schon den Tendenzen zum Schluss. Jetzt unabhängig, wer in Griechenland an der Macht ist, was wir brauchen in Europa und im Süden Europas und auch in Griechenland, ist eine wachstumsorientierte Politik, weil du kannst dich aus einer Krise nur dann herausmanövrieren, wenn du auch herauswächst. Wenn du dich hineinsparst, dann sehen wir das, dann geht alles noch viel ärger als schon prognostiziert. Jetzt, daher brauchen wir eine offensive Wachstum. Jetzt sind aber auch die regierenden Sozialdemokraten in Europa, also auch Ihre Partei, für dieses Sparpaket, das Griechenland gegeben wurde, ja verantwortlich. Zudem der Herr Parasekopoulos sagt, da wird das Geld am Fenster hinausgeschmissen. Teilweise verantwortlich, nur insofern, dass man sagt, es war richtig meiner Meinung nach, dass die internationalen Gremien und auch die Europäische Union und damit auch Österreich, Griechenland die Kredite zur Verfügung gestellt hat. Aber wäre es nicht mit einem anderen Programm viel weniger Geld nötig gewesen? Vermutlich mit einem anderen Programm weniger nötig. Zweitens auch, dass auch Teile von dem, was Griechenland verhandelt hat, in dem Programm auch nicht das Richtige war. Ah ja, das war ja das. Auch da eine Fülle von Dingen, die natürlich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, das, was immer in dieses Merkel kritisieren, aber wenn Deutschland 27% der Kredite gibt, dann hat natürlich Deutschland auch einen starken Sager bei der Bestimmung, was für Maßnahmen die anderen haben dran. Leider sind da auch nicht in allen Details die richtigen gewählt worden. Das haben wir damals schon kritisiert. Nur man muss hat sich die SPÖ nicht für ein anderes Programm dann eingesetzt? Haben wir ja. Wenn Sie die Interviews durchlesen in Ihrer Recherche für eine Sendungsvorbereitung, dann werden Sie genau sehen, dass genau diese Punkte immer schon kritisiert werden. Aber Sie haben sich ja nicht durchgesetzt mit einem Wort. Naja, die SPÖ ist nicht die stärkste Partei in Europa und leider sind auch von den anderen Regierungschefs zu wenige Sozialdemokraten. Aber erlauben Sie mir ein Wort zu dem sagen. Ja. Und ihm zustimmen möchte ich.
von der Troika wurde, die Troika ließ durchsickern, dass das erste Memorandum, das erste Abkommen vom griechischen Industriellen Verband geschrieben wurde. Niemand hat es je dementiert. Danach ist der Chef des Forschungsinstitutes, des Industriellen Verbandes, Finanzminister geworden. Und dann sofort danach Direktor der griechischen Zentralbank. Also es ist schon so, dass von griechischer Seite gewollt, ein Teil davon gewollt war. Okay, Frau Kappel, Sie und Ihre Partei haben nach der Wahl jetzt am Sonntag gleich wissen lassen, dass sich die EU nicht von Griechenland, also gemeint dann wohl Syriza, erpressen lassen dürfe. Überschätzen Sie da die Griechen, die Partei nicht ein wenig? Die Partei, also Syriza genießt im Moment, ich würde sagen, das allergrößte Medieninteresse in Europa, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Veranstaltung heute machen. Und wir haben gesagt, als Partei, wir dominieren ja Europa auch nicht, so wie Sie sich vielleicht nicht durchgesetzt haben beim Hilfspaket oder Hilfsprogramm, unsere Meinung ist die, dass man seine Verbindlichkeiten und seine Verpflichtungen einhalten muss, dass Griechenland aber sehr wohl Chancen hat, zu Wachstum und Beschäftigung zurückzukehren, nämlich durch mehr Investitionen, die aber nicht heißen muss Schuldennachlass, weil Schuldennachlass brauchen sie im Moment in Wirklichkeit gar nicht, weil sie sind tilgungsfrei gestellt bis zum Jahr 2020. Das heißt, sie zahlen keine Tilgungsraten jetzt zurück und sie zahlen ein Minimum an Zinsen zurück. Das heißt, ist kein Thema jetzt, es hilft ihnen auch nicht. Zinsen sind das jetzt, sollen das jetzt bis 20 4,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung und nach 2020 7,5%. Nein, Sie zahlen im Moment einen geringeren Zinssatz als Deutschland. Sie zahlen 2,4% Zinsen und die Deutschen haben im Moment einen Durchschnittszinssatz auf ihre Schulden von 2,7%. Sie haben einen extrem günstigen Zinssatz und Sie zahlen nicht bis 2020. Das heißt, ein Schuldenschnitt jetzt nützt Ihnen jetzt gar nichts, weil sie jetzt ohne diese ihre Schulden nicht zurückzahlen. Das heißt, sie müssen andere, also aus meiner Sicht, ja, müssen sie andere Wege gehen. Und ich würde auch dringend dazu anraten, einfach mal verbal etwas abzurüsten. Ich verstehe, dass man das im Land braucht, um die Menschen jetzt irgendwie in ihrer Begeisterung. Und ich finde diese Begeisterung sehr positiv. Ich glaube, dass Ihr Land wirklich diese Begeisterung und diesen Positivismus jetzt braucht, dass die Leute wieder sagen, ja, wir können Hoffnung haben. Und mir haben auch sehr gut gefallen jetzt erste Maßnahmen, die Sie heute schon in Ihrem Kabinett beschlossen haben, nämlich oder gesagt haben, dass es sein wird, dass der Mindestlohn erhöht wird, also die Mindestsicherung erhöht wird, dass diese 300.000 armutsgefährdeten Haushalte, dass man da hilft, das ist sehr positiv empfunden und das wird bei den Menschen ankommen. Das haben wir auch kritisiert hier. Bei den Menschen kommt die Hilfe nicht an. Europa gibt 240 Milliarden Euro und die Menschen im Land haben nichts. Aber dennoch sind Sie gegen einen Schuldenschnitt. Ja, aber der auch nicht hilft jetzt. Wird meine Position sehr schwer. Hier. Der hilft Ihnen nicht, der Schuldenschnitt hilft Ihnen nicht. Herr Schellhorn, wir haben schon viel über das Troika-Programm jetzt gehört. Das hat zweifellos auch dazu geführt zu einer 25-prozentigen Arbeitslosigkeit in Griechenland, steigende Armut, gekürzte Gehälter und Renten. Also finden Sie dieses Sanierungsprogramm von EU, EZB und IWF ist wirklich das Bestmögliche, was man den Griechen antun konnte, oder nicht auch ein Stück weit auch fantasielos? Ich würde mal sagen, dass es sehr wichtig wäre, ein bisschen früher anzufangen. Was ist denn vor 2009 passiert, vor 2008? Zwischen 2001 und 2009 hat sich Griechenland quasi kaputt verausgabt. Die Staatsausgaben sind um rund 80% gestiegen, die Aufwände im öffentlichen Dienst für Löhne haben sich verdoppelt in diesen Jahren, in dieser kurzen Zeit. Das hat dazu geführt, dass Griechenland die Probleme bekommen hat. Das sollten wir nie vergessen, wenn jetzt davon gesprochen wird, dass Griechenland kaputt gespart wird. Lassen Sie kurz ausreden, ich habe Ihnen auch zugehört, dass man jetzt Griechenland kaputt spart. Es muss von diesem Kurs runter und man muss auch sagen, dass viel passiert ist in Richtung Reformen. Die meisten wurden nicht zu Ende gebracht. Man kann sagen, die Bevölkerung steht in der Mitte des Flusses und soll jetzt umkehren, wieder auf die alte Seite zurück. Das halte ich für eine schlechte Idee, zumal die Rezepte sind Staatsbedienstete aufbauen, Privatisierung rückgängig machen, verstaatlichen. Das wird einfach nicht funktionieren. Und wenn man sich Lettland anschaut, das 2009 in einer ganz ähnlichen Situation war wie Griechenland. Lettland hat genau diesen selben Weg eingeschlagen, nur halt zu Ende gebracht und etwas radikaler sogar. Die Staatsausgaben sind um 15% gesunken, das Defizit von 10 auf 1%. Wo steht Lettland heute? Lettland wächst massiv. Die haben die Krise hinter sich gebracht, haben nicht die Schuld woanders gesucht, in Berlin, in Brüssel, sondern sie wussten, in Riga ist die Schuld zu suchen und
Dort hat das funktioniert. Und Irland, ein ähnliches Beispiel. Sie sagen, die Griechen haben auf Pump gelebt über ein ganzes Jahrzehnt. Ja. Sie vergessen den die verschiedenen Ausgangspunkte Lettlands und Griechenland. Ich würde sehr gerne hier anknüpfen, was Herr Schellhorn gesagt hat. Lettland hat ja mit 1. Jänner die Ratspräsidentschaft übernommen und es war vorletzte Woche im Parlament in Straßburg die lettische Ministerpräsidentin und ich habe gesagt in meiner Rede, sie möge doch bitte das lettische Beispiel als Best Practice für europäische Krisenländer nehmen und eine Roadshow machen durch all diese Länder und aufzeigen, wie sie diesen Turnaround geschafft haben. Stimmt, 17% Ausgabensenkung. Ja, das hat auch wehgetan in Lettland. Nur Lettland hatte im letzten Jahr 3,8% Wirtschaftswachstum, während die Eurozone nur 0,8% Wachstum hatte. Auch für heuer wird prognostiziert für Lettland wieder 3% mehr. Lettland ist in einigen Bereichen, und das würde ich gerne als Beispiel für Griechenland auch nehmen, Lettland hat es geschafft, in einigen Bereichen der IT und digitale Agenda ist im Moment ein großer Ansatz, Weltmarktführer zu werden. Und das wäre doch etwas, was Griechenland auch bräuchte. Sie brauchen Investitionen in den Industrie- und Wirtschaftsstandort. Das können sie schaffen und da kann ihnen die EU ein guter Partner sein und Lettland ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich Lettland ein gutes Beispiel. Sehen Sie, ein zerstörtes Land hat immer danach hohe Wachstumsraten. Immer. Und Lettland war ein zerstörtes Land. Alle baltischen Staaten waren zerstörte Länder. Das ist kein gutes Beispiel. Nein, in der Wirtschaftskrise 2009 ist Lettland nach unten gefallen. Das war nicht zerstört. Das ist wirklich, hat diese Wachstumsraten seit... Bleiben wir kurz noch, weil es schon angesprochen wurde, bei diesem Schuldenschnitt, weil das ist ja das ganz große Thema in der Regierung. Und die Frage ist ja wirklich, was würde der überhaupt bringen? Sie haben jetzt schon lange Laufzeiten für Ihre Kredite, Sie haben jetzt schon niedrige Zinsen. Ist dieser Streit oder verdeckt dieser Streit oder diese Forderung nach einem Schuldennachlass, nach einem Schuldenschnitt nicht ein bisschen den Blick auf das Wesentliche? Fragen Sie mich oder? Ich frage Sie, ja, weil Sie fordern ja den Vorschlag. Zur Schuldenbedienung brauchen wir jetzt, um im Programm zu bleiben, 4,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung pro Jahr. Und nach 2020 sind 7,5% vorgesehen. Das hat kein Land in der menschlichen Geschichte jemals geschafft, abgesehen von Rumänien unter Ceausescu, und das ist nicht gut gegangen. Das werden wir nicht machen. Das ist absolut sicher, dass wir das nicht machen werden. Wir planen, und deswegen brauchen wir eine Schuldenminderung, wir planen, diese Probleme durch Staatseinnahmen, durch mehr Staatseinnahmen zu lösen, nicht durch Kürzungen. Nicht durch Kürzungen in den öffentlichen Investitionen und nicht zu Kürzungen im Einkommen der armen Leute. Das machen wir nicht. Aber durch Erhöhung der Staatseinnahmen, und das können wir. Ja. Weil Griechenland hat ein großes Potenzial von Menschen, die gar keine Steuern bezahlen. Aber diesen Schuldennachlass, Herr Schieder, wird es nicht geben, weil den können Sie wahrscheinlich Ihren Wählern nicht verkaufen, oder? Es gibt zwei Dinge hier zu betonen. Das eine ist, es gab schon einmal einen Haircut in der jüngeren griechischen Vergangenheit, der auch durchgeführt wurde. Bei den privaten Investoren. Die zweite Frage, und da sollte man sich jetzt nicht durch zu viele Details einmischen, weil es wird hoffentlich geregelte, vernünftige Gespräche zwischen der griechischen Regierung, dem griechischen Finanzminister und der Europäischen Kommission und dem ECOFIN-Rat geben. Aber es gibt natürlich Varianten, die durchaus sinnvoll sind und andenkbar sind, ohne dass man jetzt quasi den Schuldenschnitt macht, indem man die Laufzeiten streckt und diese Fragen überlegt. Da glaube ich, das kann man sich anschauen, um die Last auch anders zu verteilen. Und ich glaube, das Grundprinzip aller dieser Fragen, um nicht dieses Wesentliche vor lauter Streit um Schuldenschnitt, Nicht-Schuldenschnitt zu machen, ist, es muss ein Give-and-Take-System sein. Das heißt, es muss eine Erleichterung geben bei der Schuldenlast und gleichzeitig auch einen Anreiz, dass wirkliche Reformen, und damit meine ich nicht einen Teil der Reformen, die in der Vergangenheit passiert sind, aber die wirklich notwendigen Reformen passieren. Also zwei Beispiele, wenn ich das kurz noch sagen darf. Griechenland hat, glaube ich, ein großes Bürokratieproblem. Wenn man wachsen will und auch als Standort interessant sein will, dann müssen Anlagengenehmigungen und diese Fragen schnell passieren. Da hat Griechenland ein großes Problem, verknüpft mit einem Korruptionsproblem. Wir müssen das ganz offen ansprechen. Hier gehört ganz massiv hineingefahren. Nur um das zu untermalen, der damalige Ministerpräsident Simitis hat, der bis 2004 Ministerpräsident war, hat einen Rechnungshof eingeführt. Der ist dann in den Folgejahren wieder mal abgeschafft worden, weil er natürlich dann zu nervig war oder in seinen Kompetenzen so beschnitten worden. Mein Onkel war im Rechnungshof. Ja, aber so beschnitten worden, dass er nicht mehr... Vor 60 Jahren. Ja, aber
Ja, aber Sie wissen doch, dass und solche Behörden brauchen wir, also wir brauchen Griechenland, damit auch sichergestellt werden kann, dass das, was an korruptiven Filz vorhanden ist und noch immer vorhanden ist, trotz aller Maßnahmen, dass das wegkommt, weil Sie schädlich sind. Gesagt, es muss ein Geben und Nehmen sein. Das heißt also, Sie sind doch dafür, dass man bei den Schulden was macht bei Griechenland. Nein, ich bin dafür, das sage ich nochmal, dass man zwischen der Kommission und der griechischen Regierung diskutiert, welche Last geht es wirklich und wie kann man gegebenenfalls auch diesen Rucksack erleichtern. Das ist ein Beispiel, das mir vorschiebt, ohne einen Schuldenschnitt zu machen, ist zum Beispiel eine Streckung. Wenn ich die Laufzeit wird ohnehin jetzt von 25 auf 50 zum Beispiel erhöhe, dann habe ich schon einen Effekt, der de facto einer Halbierung auf der Last entspricht. Also solche Varianten muss man, glaube ich, vor allen Dingen, wenn die Europäische Zentralbank da involviert wird. Wir brauchen in Europa eine Änderung. Und eine Änderung, die wir unbedingt brauchen, ist die Stellung und die Funktion der Europäischen Zentralbank. Was die demokratische Kontrolle des Geldes. Das brauchen wir. Was wollen Sie mit der machen? Ich will sie der demokratischen Kontrolle unterstellen. Ja, ja. Aber damit ist das griechische Problem noch nicht gelöst. Nein. Auch für die demokratische Kontrolle. Aber die Europäische Zentralbank in das Schuldenproblem, nicht das griechische, das europäische Schuldenproblem. Italien hat 137% seiner Wirtschaftsleistung. Das ist kein griechisches Problem mehr. Herr Schellhorn, stimmt. Aber die Europäische Zentralbank, die Europäische Zentralbank kann eine wichtige Rolle, eine sehr wichtige Rolle bei dem beim Schuldenproblem Europas. Deswegen sagen wir ja auch an eine europäische Schuldenkonferenz, die natürlich nicht Griechenland allein betrifft. Okay, Herr Schellhorn, Sie haben selbst einmal gesagt, glaube ich, Griechenland wird seine Schulden nie zurückzahlen. Dann fragt man sich natürlich im Umkehrschluss, ja, warum streichen Sie dann nicht gleich? Also ich halte es für unmöglich, dass Griechenland diesen Schuldenberg jemals abtragen wird. Wir könnten auch darüber diskutieren, ob Österreich seine Schulden jemals zurückzahlen wird. Aber klar ist, hat der Schüler völlig recht, bevor Sie mich wieder unterbrechen, warten Sie kurz, was ich sage. Es könnte vielleicht noch ganz interessant sein, dass nur ein Give and Take funktionieren kann. Es kann nur eine Streckung geben, wenn von Griechenland etwas kommt. Die letzte Phase war ja nicht restlos überzeugend, dass man gesagt hat, Reformen gegen Geld. Es hat einige Reformen gegeben. Sie haben ein Bürokratiebeispiel genannt. Da hat ein Troika-Beamter versucht, es durchzubringen, dass ein Friseur ohne Meisterprüfung ein Geschäft aufmachen darf. Das gibt es immer noch nicht, weil der griechische Finanzminister dann eine 40-köpfige Arbeitsgruppe eingesetzt hat. Und so geht es in vielen, vielen Bereichen. Und dann sollten Sie eine Prüfung, die er braucht für den Gewerbeschein, Taxis, detto. Also Sie werden diese Dynamik brauchen und Sie sollten vielleicht auch überlegen, was Sie in Griechenland machen könnten, nicht immer, was die EZB in Frankfurt tun sollte und was andere tun werden. Den Schuldenschnitt könnte es nur geben, wenn Griechenland heute sagt, wir wollen mit der EU einfach nichts mehr zu tun haben, wir wollen eine Allianz mit Russland, wir wollen aus dem Euro aussteigen, dann kann man überlegen, ob man einen Schuldenschnitt machen will und sagt, was das bedeutet. Sollte Griechenland auch glücklich werden und man hilft mit einem Neustart. Das wäre die Alternative. Das Nein, ich würde mir das nicht wünschen. Es ist aber eine souveräne Entscheidung. Sehen Sie, einer der wichtigsten Ihr Koalitionspartner Gründe, wünscht sich das. Auch einer der wichtigsten Gründe, aus denen wir sagen, Griechenland muss im Euroraum und in der Europäischen Union bleiben, ist, dass weder wir noch die anderen europäischen Länder eine Krise dort in diesem Dreieck Ukraine, Libyen, Mittlerer Osten will. Keiner will ein geostrategisches Loch. Also ich wünsche mir für mein Land keine solchen außenpolitischen und sicherheitspolitischen Turbulenzen. Aber diese Frage, wir sind bei Grexit, also ein Austritt von Griechenland aus der Eurozone, aus der EU, die wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen in der einen oder anderen Form auch wieder stellen. Wäre das nicht trotzdem die schmerzloseste Option für Ihr Land? Nein. Das wäre nicht, also das würde ein bisschen länger nehmen, als das zu erklären, warum ein Land mit eigener Währung, die es dauernd abwertet, nicht unbedingt wettbewerbsfähig wird. Es wird nicht wettbewerbsfähig, wenn es nicht die Palette der Produkte hat. Genau, wenn man keine Industrie oder keine Wirtschaft hat. Dann ist auch mit mehr Staatsbeamten werden sie auch nicht wettbewerbsfähig. Bisher wurden Ärzte, Krankenpfleger und Schulmeister entlassen. Die Schulen verfallen. Und Drogenhändler
sind um die Schulen herum. Aber Sie haben doppelt so viele Beamten wie Österreich und Deutschland. Bitte? Sie haben einen doppelt so hohen Beamtenstand wie Österreich und Deutschland. Nein, im Gegenteil. Wir haben fast so viel, also verhältnismäßig wie Deutschland. Wir haben ein Drittel der Schweden, wir haben die Hälfte der Franzosen, 40% weniger als die Engländer. Die Statistik. Ja. Gut, Frau Kappel, Sie wollten das. Sehen Sie sich mal die Statistik. Also Sie müssen schon auf die Bevölkerung. Ich würde eigentlich gerne zu dem ursprünglichen Thema zurückgehen und sagen, give and take, was die beiden Kollegen da gesagt haben, dem würde ich mich auch anschließen. Und ich würde auch sagen, Sie müssen wirklich in Ihrem eigenen Land schauen und jetzt nicht Schuldzuweisungen machen, dass wer schuld ist an Ihrer Krise und an Ihren Schulden, sondern an Ihren Schulden sind Sie selber schuld. Und die Europäische Union hat Ihnen, oder die europäischen Länder haben Ihnen jetzt geholfen mit zwei Hilfsprogrammen, 2010 und 2012, 240 Milliarden. Da wollen Sie jetzt einen Schuldenschnitt verhandeln. Die EZB kann Ihnen keinen Schuldenschnitt geben, weil sie nicht darf. Da wäre auch das sollen Sie dürfen. Kann Ihnen keinen geben, weil er nicht darf. Und die europäischen Schulden sind, wie wir schon gesagt haben, derart niedrig verzinst. Sie sind so niedrig verzinst und Sie zahlen jetzt nicht zurück. Ich finde, Sie sollten sich viel mehr, und Sie können auch die Reformen, das ist vielleicht noch nicht ausreichend gesagt worden, die Reformen, die Sie begonnen haben und die Ihnen geholfen haben, im letzten Jahr einen geringen Primärüberschuss zu haben. Und so schlecht stehen Sie gar nicht da. Sie hatten im letzten Jahr 0,7% Wirtschaftswachstum, gleich viel wie Österreich. Ja. Ein nur ganz weniger. Nein, ich freue mich nicht, aber ich möchte Ihnen sagen, dass Ihre Reformbemühungen, die Reformbemühungen der letzten 5 Jahre beginnen, Früchte zu tragen. Und das ist nicht nur aus Sicht der, glaube ich, europäischen Partnerländer, sondern aus Sicht auch internationaler Geldgeber völlig falsch und kontraproduktiv wäre, wenn Sie die Reformen jetzt absetzen. Und ich habe sehr positiv gewertet die Aussage Ihres neuen Finanzministers, der gesagt hat, und was Sie auch gesagt haben, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, das will man bekämpfen und man sucht da europäische Partner, das zu tun. Da werden Sie alle Partner finden und damit werden Sie auch Ihre Staatseinnahmen erhöhen. Mit dem griechischen Wachstum nichts vormachen. Aber wir haben uns ja schon bei der Euro-Einführung was vormachen lassen, 2001. Ja, also ich glaube, das einzige Land, das alle Bedingungen erfüllte, war Zypern. Kein anderes europäisches Land. Finnland auch. Ja, Finnland auch. Also, aber abgesehen davon, dass griechische Wachstum, dieses kleine Wachstum von 0,5 jetzt. Also laut europäischer Statistik ist 0,7. Nein, das ist eine Prognose. Okay. Rührt vom Tourismus her, hauptsächlich, zum größten Teil. Moment. Und der große Anstieg des Tourismus, den ich natürlich begrüße, das ist sehr schön, der hat etwas damit zu tun, dass die übrigen, dass Ägypten ausgefallen ist, Israel ausgefallen ist, die unsichere politische Lage in der Türkei, den Tourismusstrom in die Türkei begrenzt hat. Und davon hat Griechenland profitiert. Natürlich, zu Recht. Aber das sind Bedingungen, die nicht bleiben. Ich hoffe nicht, dass Ägypten so bleibt, wie es ist. Und ich hoffe nicht, dass der Krieg im Mittleren Osten dauert. Und ich hoffe nicht, dass die Türkei ein unstabiles Land bleibt. Also Also es sind nicht Ergebnis der Erfahrung. Österreich ist ja auch ein ich möchte gerne eine Frage auch anknüpfen. Also, nochmal zum Thema Schuldenschnitt. Wie ist denn da die Meinungsbildung innerhalb der österreichischen Regierung? Gibt es da eine abweichende Meinung jetzt, sagen wir mal, ab zu Deutschland? Oder anders auch gefragt, das würde Österreich eigentlich einen Schuldenschnitt kosten oder die österreichischen Steuerzahler? Das kann man nicht beziffern, weil es gibt keine quasi vorgelegten Zahlen. Kein Modell, wie das ausschauen sollte, ja. Aber also maximal dann halt. Ich halte es auch aus Sicht, also einen Schuldenschnitt halte ich nicht für das primär Wichtigste. Ich halte es für notwendig, kurz- und mittelfristig die Last wegzunehmen und anders zu verteilen. Erstens, sodass man quasi diese freigewonnenen Kapazitäten nutzen kann, um dort zu investieren, wo Wachstum generiert wird. Zweitens, von den Strukturmaßnahmen. Ich glaube, da gibt es eine Liste von Strukturmaßnahmen, die richtig und sinnvoll war und die man keinesfalls zurückdrehen sollte, und eine andere Liste, die falsch war. Also ich habe großes Verständnis, dass man zum Beispiel gewisse Privatisierungsprojekte gestoppt hat. Übrigens auch, nur dass diese internationale Aufregung sich ein bisschen legt. Auch die Vorgängerregierung von Syriza hat schon einige Privatisierungsprojekte ja auch gestoppt, weil einfach keine vernünftigen Preise zu erzielen waren. Und das zu verlangen von einem Land, das es verschleudert an internationale Investoren oder an China oder sonstige. Und das sind keine seriösen Investoren, das sind Spekulanten, die kommen. Die wollen wir nicht, wir wollen alle Investoren. Ich bin nicht dafür, dass man das verschleudert an Investoren, die auch dann nichts investieren. Gleichzeitig
muss man aber schauen, also wenn wir jetzt beim Beispiel Hafen von Piräus bleiben, gleichzeitig muss man schauen, dass dieser Hafen natürlich top wettbewerbsfähig ist und gut funktioniert, dass dort schnell die Ladungen gelöscht werden, dass schnell verladen wird, dass der super angebunden ist. All das, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist in Griechenland nie optimal passiert. Wir haben auch die Frage, und ich habe das einmal in einem Interview... Also das ist nicht nur die Privatisierung geschehen. Das ist nur die Investition. Der Unterschied zwischen Burgenland und Griechenland ist, dass Burgenland hat aus jedem EU-Fördereuro ein Vielfaches gemacht, weil es sinnvoll eingesetzt hat. In Griechenland ist jeder EU-Fördereuro nicht optimal angelegt. Das ist nicht die Frage, ob Bürokraten Beamte wieder einstellen oder nicht. Man braucht dort Beamte, die in der Lage sind, vernünftige Projekte mit auch der Privatwirtschaft auf die Reihe zu bringen, dass Wachstum entsteht. Und das ist entscheidend. Das heißt, es geht weniger um die Anzahl, es geht mehr um die Qualität. Und da ist zur Zeit, und da hoffe ich und erzähle ich auch auf diese neue Regierung, sehr viel in der Klüngelpolitik, in diesen Regionalkaisern und was es alles gibt, auch korruptionsmäßig versunken. Und das wäre die Chance jetzt mit Syriza, einer ganz neuen politischen Elite, quasi die bisher noch nicht am Trog war, dass die auch mit dem einen Schluss machen und endlich zu hausgemachten Krise. Drei Monate vor dem Wahlkampf. Wir schauen natürlich jeden Tag auf die Umfragen, wie Sie auch und Sie immer. So, sagte der jetzige stellvertretende Ministerpräsident, die Krise in Griechenland ist hauptsächlich hausgemacht. Das ist jetzt stellvertretender Ministerpräsident zuständig für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Wir verloren gleich 2 Prozentpunkte in den Umfragen. Aber das haben wir nachgeholt danach. Wir haben das den Menschen erklärt, was das heißt, Thema Oligarchen. Ja, wie wollen Sie diese in den Griff bekommen, beziehungsweise zu deren Geld kommen? Das ist ja das große Problem. Das heißt, man sieht Milliarden auf ausländischen Konten. Wenn man das bekommen würde, dann würde man mal die Einnahmen steigern etc. Also immer wieder das Thema Steuerhinterziehung, Steuerflucht etc. Ja. Ich hoffe sehr, dass unsere europäischen Partner uns dabei behilflich sein werden. Inwiefern? Dass beispielsweise die österreichische Regierung, ich sage das jetzt als Beispiel, uns alle Daten zur Verfügung stellt. Dass die Bundesregierung oder das Land Berlin uns alle Daten der für die größten Grundstückskäufer in Berlin zur Verfügung stellt. Also Sie wollen Zugriff auf die Konten? Natürlich, sonst geht das ja nicht. Also dazu und wir hoffen auch, dass die Verhandlungen mit der Schweiz nicht von jedem einzelnen Land gemacht werden, sondern von der Europäischen Union mit ihrer geballten Macht. Ja, lassen wir dazu gleich den Herrn Schieder antworten, weil er vertritt ja die österreichische Regierung so gesehen hier heute an diesem Tisch. Wäre das, wenn so ein Ansinnen kommt, ist das machbar überhaupt? Kann man das machen? Das kann man sicherlich offen prüfen und ich bin nicht mehr im Finanzministerium, daher sollte man sich da auch zurückhalten, aber so wie ich den Kollegen Schelling kenne, ist auch bereit, überall wo Hilfe möglich ist, diese auch zu geben. Es gab ja schon in der Vergangenheit oft Angebote, dass Österreich auch Experten schickt, die helfen an einer vernünftigen Finanzverwaltung, Steuereintreibungsbehörde, Grundbuch aufsehen, weil zum Beispiel ein Problem Griechenland also, ist das Grundbuch, dass man hier, wenn gewünscht, wir wollen das ja niemanden aufzwingen, aber wenn gewünscht, man auch Leute schickt, die bei diesen Dingen helfen. Wenn nicht also gewünscht, sozusagen oder nicht notwendig. Nein, das klingt so großspurig. Ja. Das ist nicht der Punkt, sondern einfach auch Know-how, insofern Erfahrungen zur Verfügung stellen, wie man das machen kann. Das ist nicht Entwicklungshilfe, das klingt so überheblich, sondern das ist einfach Unterstützung bei diesen notwendigen Strukturen, die man auch braucht. Die deutschen Finanzbeamten gefragt, ob sie bereit wären, erklärten sie, und das war richtig, die deutsche Finanzbank von der Ferdinand, von der Gewerkschaft. Die erklärten, unsere griechischen Kollegen wissen, was getan werden muss und wie es getan werden muss. Man muss es tun lassen. Denn das Problem in der Finanzverwaltung, das ist, es kommt nicht von den Finanzbeamten. Wenn ein Finanzbeamter, der 3 oder 4 Mal erlebt, dass sein Vorgesetzter oder sein politischer Vorgesetzter ihm sagt, also lass den Palas Gevoklos mal, dann sagt er am 4. Mal, ja, das kann ich auch auf meine Rechnung machen. Darum geht es. Es geht um den politischen Willen. Und der politische Wille, der ist zum ersten Mal. Aber das wäre ja eine Chance, 40 Jahre Personalabbau zu betreiben, indem man diese politischen Günstlinge einfach raushaut.
Ich habe das nicht, ich habe Sie nicht verstanden. Entschuldigen Sie, ich habe das nicht. Diesen Vorgesetzten, der diese korrupte Weisung gegeben hat, dass man jemanden in Ruhe lassen soll, den könnte man jedenfalls abbauen. Das ist normalerweise ein Staatssekretär, der das macht. Das ist kein ja, der ist jetzt schon weg. Ich würde gerne etwas sagen zu diesem automatischen Datenabgleich in Bezug auf Steuerangelegenheiten. Ja. Das ist ohne dies so vorgesehen, auch in vielen Papieren jetzt der Europäischen Union. Ich bin ja Mitglied des Finanzausschusses des Europäischen Parlaments. Das wird da sehr heiß diskutiert und da herrscht auch große Übereinstimmung darüber. Also ich glaube, zu dem Thema Steuervermeidung und Steuerbekämpfung der Steuerbetrugs werden Sie sehr viel Unterstützung in Europa bekommen. Und das ist auch wichtig und das wird Ihre Einnahmen erhöhen. Das löst aber Ihr Problem nicht. Sie müssen das Ausgaben, die Ausgabenseite in den Griff bekommen. Und um zusätzlich noch zu investieren, würde ich Ihnen raten, dass Sie einfach in der Zukunft schauen oder jetzt schon schauen, machen Sie so ein Programm wie Spanien beispielsweise, das jetzt ein 6,3 Milliarden Euro Investitionspaket fährt, in dem Sie Mittel zur Verfügung stellen, um die Strukturfonds der Europäischen Union besser auszunutzen. Bewerben Sie sich mit guten Projekten für das neue europäische Investitionsprogramm des Kommissionspräsidenten. Es gibt vieles, was jetzt da ist. Das sagen Sie jetzt, dass das ein Witz ist. Ja? Bewerben Sie sich ja mit Projekten, schauen Sie, dass Investition ins Land kommt und Sie können nicht Wachstum und Wohlstand zu Lasten Ihrer Gläubiger aufbauen. Das müssen Sie selber schaffen, aber die Gläubiger werden Sie dabei unterstützen. Gute Tipps aus Österreich, Herr Schellhorn. Ich habe einen guten Tipp aus Griechenland. Da hat der frühere Wirtschaftsminister im Jahr 2012, der Herr Chrysochoidis, in der FAZ gemeint, während wir mit der einen Hand das Geld der EU nahmen, haben wir es nicht mit der anderen Hand in neue und wettbewerbsfähige Technologien investiert. Alles ging in den Konsum. Ja. Das Ergebnis war, dass jene, die etwas produzierten, ihre Betriebe schlossen und Importfirmen gründeten, weil sich damit mehr Geld verdienen ließ. Aber das wäre jetzt die Frage, also mit dem Steuerbetrug, den zu bekämpfen, da werden Sie alle hier auf Ihrer Seite haben, das ist überhaupt keine Frage. Wie werden Sie es schaffen, dass das geflohene griechische Kapital zurückkommt, dass ausländische Investoren ins Land kommen, dass Griechen in die Selbstständigkeit gehen können, dass sie wieder die Importfirmen zusperren und Betriebe eröffnen? Das wird die entscheidende Frage sein. Und da Verstaatlichungen, das kann ich Ihnen sagen. Sagen Sie uns das. Das würde mich auch interessieren. Wird vielleicht ein riskanter Weg. Der einzige bekannte Weg in der Wirtschaftsprofession, Investoren anzulocken, kleine und mittlere Betriebe wieder ins Geschäft zu bringen, ist, den Staat zu nutzen. Die Staatsnachfrage dafür zu nutzen und die staatlichen Investitionen dafür. Wo man dogmatisch sein könnte und tatsächlich Wachstum verhindern würde, wäre, wenn man aus so einem Projekt private Investoren ausschließen würde. Das wäre dann natürlich, das würde dann in die Hose gehen. Aber ohne, dass der Staat aktive Wachstumspolitik betreibt, hat es kein einziges Land geschafft, in Wachstum zu kommen. Ich glaube, das sieht der Schieder ähnlich. Man muss nur eines unterscheiden. Staatsnachfrage, ja, aber nicht so wie im alten Griechenland, also nämlich nicht im ganz alten, sondern quasi in der jüngeren Vergangenheit, nämlich in Rüstungen und noch dazu quasi in deutsche Rüstungsimporte. Diese Art von Staatsnachfrage ist vollkommen falsch. Man muss in Infrastruktur, aber sehen Sie mal ein in Know-how, da. In Schulen, sehen Sie mal ein Beispiel in den Staatsgriechenland im Vergleich zu allen anderen Ländern in Europa ein schwerwiegendes Problem. Die haben Rüstungsausgaben in einem Ausmaß wie sonst keiner. Und das ist vollkommen verrückt. Wenn Sie Geld einwerben wollen, wenn Sie Investoren ins Land zurückgewinnen wollen, wenn Sie wollen, dass Gelder zurückfließen, müssen Sie eines tun, Vertrauen schaffen. Und genau das Gegenteil von dem tun Sie im Moment, indem Sie sagen, wir unterwerfen uns nicht dem Diktat, wir machen das und das und das. Das ist vielleicht gut, um Ihre Klientel im Inland zu bedienen. Ich verstehe das als Politikerin, aber damit erreichen Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie erreichen wollen. Lassen Sie mich beim Militär kurz bleiben, weil das Stichwort schon mehr ausgefallen ist. Werden Sie die Militärausgaben auch kürzen jetzt? Das würde ich Ihnen sagen. Bitte. 2008 erklärten wir im Parlament, es ist möglich, in einem Dreijahresplan die Militärausgaben Griechenlands um 50% zu senken. Nun, wir wurden damals verschrien, so fast Vaterlandsverräter, Sie kennen das.
Von welchen Summen reden wir da, damit die Österreicher eine Ahnung haben? Von welchen Summen reden wir da? Vom zwei höchsten. Ja, prozentuell schon. 6 Milliarden, aber vom griechischen Haushalt ist er sehr hoch. Mhm. Das machen Sie jetzt von 15 bis 18. Wir werden Sie daran messen in 4 oder 5 Jahren, ob Sie das geschafft haben. Jetzt in der Krise sind die Staatsausgaben gesunken um 53%, die Militärausgaben um 53%, aber in Panik. Und das bedeutet, dass die Soldaten Reinigungsmittel aus der eigenen Tasche kaufen, um die in den Kasernen sauber zu machen. Dass die dienstfrei vor dem Mittagessen kriegen, damit sie nicht in der Kaserne bekocht werden. Das ist der Unterschied zwischen geplanten Einsparungen und überlegten Einsparungen und Einsparungen in Panik. Ich glaube nicht, dass es heute bei den griechischen Militärausgaben sehr großen Raum zu Ersparnissen gibt. Nein, werden wir auf jeden Fall die großen Rüstungsprojekte canceln. Die Franzosen werden ihre Fregatten behalten. Die werden nicht gekauft. Weil das ist ein anderer Aspekt der Rüstung. Also es wird da was passieren? Es ist ein anderer Aspekt der Rüstung. Mhm. Wozu braucht Griechenland? Die sagen immer, wegen der Differenzen mit Türkei. Diese Fregatte, die schießt Raketen über 1000 Meilen weg. Okay. Was soll das im Krieg mit der Türkei? Das ist für die Ozeane, das ist für NATO-Einsätze. Wir NATO-Partner. Sind ein NATO-Partner, ja. Und deshalb brauchen wir NATO-Standard. Wir wollen aber nicht in Einsätzen Wir müssen ein klein wenig weg, mal kurz von der Wirtschaft, wenn ich darf, weil wir müssen ein wenig über diese doch seltsame Koalition reden, ja, in Ihrem Land, die ganz Linke mit der ganz Rechten, mit der Ultrarechten, sagen viele schon, also es scheint, die Ablehnung dieses Sparkurses ist der einzige gemeinsame Nenner, den diese Parteien haben. Wie kann das funktionieren? Viele Experten in Ihrem Land geben dieser Regierung höchstens 6 Monate. Nein, also die Schnittpunkte sind nicht nur die Hinderung der Not der Menschen. Und Sie wissen, dass es gibt immer in konservativen Parteien einen Flügel, der näher in großen konservativen Volksparteien wie die Nea Demokratie, also die griechische konservative Partei, war. Es gibt immer einen Flügel, der eher den Nöten der kleineren Leute verbunden ist als anderen. Und da gibt es einen Schnittpunkt. Es gibt aber einen wichtigen Schnittpunkt, und das ist sehr wichtig für uns, ist, dass sie zustimmen zur Wiederherstellung der Arbeitsrechte. Das heißt Tariffreiheit, das heißt freies Funktionieren der Gewerkschaften, das heißt Erhebung des Mindestlohnes. Und das ist für uns sehr wichtig. Wo wir Differenzen haben, ist die Außenpolitik und ist die Migrationspolitik. Da haben wir tatsächlich Differenzen. Aber Herr Kamenos, der Vorsitzende dieser Partei, sagte, dass das Syriza-Programm von Thessaloniki ist die Grundlage unseres Zusammengehens. Und darüber hinaus, wenn man von Ultrarechts spricht, sehen Sie, entschuldigen Sie, das werde ich über Ihren griechischen Genossen sagen, aber Herr Venizelos, als die berühmte Lagarde-Liste mit den Steuergeldern, mit den Geldern, die in die Schweiz geflogen waren, sprach, wissen Sie, was er sagte? Ja, die beiden Ersten sind Juden. Sozialisten. Gut, aber solche Zweifelhafte... Das sage ich nicht gegen die Sozialisten. Das sage ich nicht gegen die Sozialisten, aber gegen ihn, bitte. Aber Ihr Koalitionspartner ist ja auch offen antisemitisch. Aber nicht in dieser Weise. Na doch, er gesagt, die Juden sagen keine Steuern. Schändliche Sachen. Der Rassismus in Griechenland, der ist durch die Parteien hindurch. Wir haben auch am Anfang sehr gegen so Versuche in unseren Reihen, dass solche Stimmen aufkommen, gekämpft. Wir haben Parteiausschlüsse gemacht, wir haben Organisationen aufgelöst, die Kommunistische Partei übrigens auch. Weil das, wissen Sie, das sind Sachen, die in der Linken nicht geduldet werden, vor allen Dingen, was die Juden betrifft, weil die griechische Gemeinde, die griechische jüdische Gemeinde eine der Wurzeln der griechischen Arbeiterbewegung ist. Und das vergessen wir nicht, da sind wir stolz drauf. Frau Kappel, was da in Griechenland passiert ist, wäre ja so, wie wenn eine noch weiter links stehende SPÖ mit der FPÖ hier
hierzulande in Nein, das wäre überhaupt würde. Nicht so, weil seitens der FPÖ derartige Aussagen nicht getätigt wurden, wie sie von Herrn Kamenos jetzt gesagt wurden, und weil das wahrscheinlich in Österreich unterm Basiskonsens wäre. Aber es gibt Berührungspunkte, darf ich das nur sagen, es gibt Berührungspunkte gegen die Homo-Ehe, die Nähe zu Russland, strikte Zuwanderungspolitik, also ganz fern sind sie... Nein, aber wir reden jetzt über das Thema Antisemitismus, und das ist schon ein sehr kritisches Thema. Und da möchte ich sagen, gibt es keine Berührungspunkte, weil wir sind... Aber in der Vergangenheit auch immer wieder Äußerungen von der Partei. Ich kann nur sagen, was jetzt gesagt ist und was sich der Parteiobmann bekennt, wir stehen ganz klar für ein anderes Weltbild. Ich war auch gestern bei diesem Gedenkfeier im Europäischen Parlament zu 70 Jahre Auschwitz dabei. Wir stehen für etwas anderes, und ich muss auch sagen, dass in der Partei Unabhängige Griechen, ich kenne also den Europaabgeordneten der Unabhängigen Griechen, den Professor Marias gut, der ist ein einwandfreier Demokrat, der ist nicht rassistisch, kommt ja von den Linken. Das ist ein guter Mann, und ich habe mich viel mit ihm unterhalten, weil wir auch die griechische Thematik besprochen haben, auch jetzt nach der Wahl, und ich glaube, man kann das nicht so allgemein verallgemeinern. Ja? Also das kann man nie. Herr Schieder, was schon auffällt, ist, dass die Kritik jetzt an dieser Koalition aus sozialdemokratischen Reihen in ganz Europa und auch aus grünen Reihen in ganz Europa doch sehr gedämpft ist, um nicht zu sagen gar nicht vorhanden. Das griechische Wahlsystem quasi ist ein anderes als das österreichische oder deutsche Wahlsystem. Es hat einen stark mehrheitsfördernden Wahlsystem. Aber sie hätten einen anderen Koalitionspartner nehmen können. Es gibt doch die Mittepartei. Die Mittepartei gibt es. Die proeuropäische Mittepartei. Dass ich Topotemos nehme. Das ist eine Partei, die in der zentralen Frage, nämlich den Verhandlungen über die Schuld, auf Seiten der Troika steht. Okay. Und Tsipras hat sehr richtig gesagt, wir wollen keine Troika-Vertreter in unserer Regierung. Also sie wollen lieber antisemitische Äußerungen dulden als jemanden, der pro-europäisch ist in ihrer Koalition. Das heißt pro-europäisch. Wieso pro-europäisch? Ich würde Sie gerne etwas ganz anderes fragen. Weil wir die einzige griechische Partei sind, die ein europäisches Programm hat. Die ein Programm für Europa und zur Gestaltung Europas. Und darüber reden wir mit den linken Parteien, mit den sozialdemokratischen Parteien, mit den grünen Parteien sehr offen und sehr konstruktiv. Ich habe den Herrn Schieder unterbrochen. Wir haben Pläne mit Europa. Nein, diese schaumgegrenzte Kritik. Nein, ich bin überhaupt nicht froh über diese Koalition. Wir sind allerdings alle in Europa ein bisschen auch beruhigt wieder gewesen, weil es ja auch eine große Angst gegeben hat, dass diese Morgenröte-Partei, die eine quasi total rechtsextreme Partei ist, stärker wird, ist zum Glück nicht so stark geworden. So gibt es quasi immer etwas, was einem weniger gut gefällt. Was aber noch vielleicht zu... Das wollten wir dem alten Mann, unserem Präsidenten, nicht antun, dass er... Der Nazi-Führer, das wollten wir nicht antun. Diese neue griechische Regierung ist jetzt schnell angelobt worden. Das ist Teil auch quasi der griechischen politischen Kultur und der rechtlichen Rahmenbedingungen. Man muss aber natürlich jetzt auch... Jetzt wird jedes kleine Detail zerlegt. Man muss natürlich dieser Regierung jetzt auch für das Wirtschaftsprogramm und die Bildungsprogramme und was sie alles formen, auch ein paar Tage Zeit geben, dass man das beurteilen kann. Und man darf eines nicht unterschätzen in der ganzen Diskussion. Der Ausgangspunkt für diese Neuwahlen war die Präsidentenfrage. Und das ist ja weiterhin eine Frage, die demnächst wieder auf der griechischen Agenda steht. Und natürlich auch das eine große, sagen wir mal, Herausforderung für die Stabilität der griechischen Regierung ist. Und ich glaube, Sie würden sich wundern. Was Griechenland braucht, ist einen Weg, der klar besonnen ist, mit Europa dann auch fertig verhandelt, wachstumsorientiert den kleinen Leuten auch wieder eine Zukunftsperspektive gibt, aber auch Stabilität bringt. Denn diese dauernden Neuwahlen ist es auch etwas, was dem Land gar nicht hilft. Okay, bleiben wir kurz beim Präsidenten, weil da war heute zu hören, dass die neue Regierung den aktuellen EU-Innenkommissar an die Staatsspitze wegschoben könnte und damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, nämlich einen Posten in Brüssel, einen wichtigen Posten in der Kommission frei bekommen für einen Mann oder eine Frau von Syriza, um dort auch einen Fuß in der Tür zu haben, wenn man so will. Ist da was dran? Das ist Sache des Ministerpräsidenten. Gut, aber Sie beraten ihn, Sie haben Einblick, Sie werden wahrscheinlich schon das eine oder andere gehört haben, nehme ich an. Nein, das ist eine Sache, die in den Parteigremien behandelt wird, in der Fraktion diskutiert wird. Der Ministerpräsident wird den Vorschlag machen. Also, würde ich mich dazu nicht äußern. Wir müssen kurz über Russland reden. Aber ich glaube doch, dass der nächste Staatspräsident mit überwältigender Mehrheit gewählt wird.
nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Diese Prognose, reden wir kurz noch über Russland, weil das ist ja auch ein Berührungspunkt, sage ich jetzt mal, von den rechten Parteien und auch den ganz linken Parteien in Europa, nämlich dass da durchaus eine andere Politik gegenüber Russland angestrebt wird. Auch Ihre Partei ist da viel wohlwollender Putin, steht wohlwollender Putin gegenüber. Wird es da einen Kurswechsel, beziehungsweise wird Griechenland in Europa quasi Veto einlegen, zum Beispiel bei neuen Sanktionen, die ja morgen das diskutiert werden sollen? Das hat der neue Außenminister gesagt und das hat der Ministerpräsident auch unterstützt, dass wir keine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland wünschen. Wir wollen im Gegenteil, dass die Europäische Union viel mehr mit Russland redet. Das heißt nicht, dass wir das russische Vorgehen gutheißen. Natürlich ist die Besetzung der Krim für uns unakzeptabel. Aber ich habe nicht sehr viel in Europa von der Besetzung der Krim gehört. Ich habe nur von der übrigen Ostukraine gehört. Also die Krim wird überhaupt nicht diskutiert. Nein. Also wir wollen nicht an neue Sanktionen gegen Russland teilnehmen. Und das wollen auch andere europäische Länder nicht. Finnland zum Beispiel will das nicht. Weil wir meinen, dass das die Krise zuspitzen würde. Weil wir meinen, dass der Westen auch ein Teil der Schuld an der Ukraine-Krise trägt. Und das musste er sich überlegen. Und drittens, weil die griechische Landwirtschaft, vor allen Dingen die griechische Landwirtschaft, sehr großen Schaden nimmt und wir wollen nicht unser Bein abschneiden. Wird das so eine Art Faustpfand vielleicht für die Verhandlungen in Brüssel? Weil wir wissen, dass die Sanktionen ja einstimmig verlängert oder verschärft werden müssen. Nein, das ist keine, da gibt es keine. Wie sieht das die offizielle österreichische Politik, was sich da zusammenbraut? Ein Wort zu Russland. Jeder würde sich wünschen, dass die russische Politik und die gesamten Vorgehen in der Ukraine und in diesem Zusammenhang so wären, dass man auch wieder darüber reden könnte, die Sanktionen fallen zu lassen. Das würden wir uns alle wünschen, weil es gleichzeitig auch Frieden und Stabilität bedeuten würde. Leider ist es so, dass die Situation nach wie vor nicht entschärft ist, sondern gerade immer, wenn zum Beispiel wie heute im Europarat darüber diskutiert wird, wie man Russland wieder stärker ins Boot holen kann, immer wieder neue Aggressionen noch stattfinden. Zweitens würde ich dem griechischen Staat nicht raten, das als Faustpfand zu nehmen, weil der Herr Kollege richtigerweise sagt, ein Land, das zu Recht verurteilt hat, dass die Türkei die halbe zypriotische Insel okkupiert hat, widerrechtlich und völkerrechtswidrig, kann natürlich auch nicht zuschauen, wenn die Russen die Ukraine oder Teile der Ukraine oder die Krim okkupieren. Und daher, glaube ich, zähle ich auch darauf, dass das griechische Herz auch hier auf Seiten des Völkerrechts ist, liegt ihrer eigenen Geschichte genau liegt so die sehen. Ursache, also oder der erste Fehler, nicht in der Abspaltung des Kosovo von Serbien. Schauen Sie, man kann immer eine Ausrede suchen, man sollte... Nein, ich meine, wenn man beginnt, die Grenzen in Frage zu stellen, Dann öffnet man die Tür. Herr Schieder, freut Sie vielleicht diese Position sogar so ein wenig, weil die österreichische Haltung zu Russland ist ja auch jetzt nicht ganz messerscharf, beziehungsweise, glaube ich, ist man da ja auch ganz froh, wenn das irgendwie nicht zu sehr eskaliert. Nein, es gibt einen Teil in der Wortmeldung, den ich unterstütze, nämlich wir brauchen mehr Dialog. Wir brauchen auch gerade mit der russischen Regierung Foren, wo man auch genau über diese Dinge reden kann. Da muss man aber auch bereit sein zu reden. Das ist der zweite Punkt. Wenn quasi die Waffen, die Freischärler, diese paramilitärischen Gruppen sprechen, dann ist es oft sehr schwierig für die Diplomatie und die Gespräche. Da müssen wir schauen, dass wir dort wieder hinkommen. Österreich als kleines, neutrales Land war immer hier ein möglicher Vermittler mit quasi guten Verbindungen auf beide Seiten. Diese Rolle versuchen wir weiterhin zu spielen, aber man kann nicht zuschauen bei dieser Aggressionspolitik. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben noch ein paar Minuten, ich möchte wieder zur Wirtschaft zurückkommen und zwar jetzt konkret zum Zeitplan. Ende Februar läuft ja das zweite Hilfsprogramm aus. 240 Milliarden sind bisher schon... Ende Februar, 28. Es wird wahrscheinlich eine technische Verlängerung geben. Ja, warten Sie kurz. Sie müssen ansuchen, ich möchte das jetzt bei allen kurz abfragen. Ich glaube, das aus? Ich versucht die Moderatoren nachzusparen. Ja. Jetzt frage ich zuerst an Sie, Herr Schellhorn. Das sind nur mal wenige Wochen. Was wäre aus Ihrer Sicht das Vernünftigste, was da jetzt passieren soll?
zwischen diesen beiden, zwischen der EU und zwischen Griechenland? Also es wird das Vernünftigste ja ohnehin passieren, dass man sich wieder auf eine Fortsetzung dieses Reformkurses einigt. Denn anders als vor ein paar Jahren hat Griechenland relativ wenig Druckmittel. Also vor allem die größten Gegner gegen ihre Forderung eines Schuldenschnitts werden nicht die Deutschen sein und nicht die Holländer, es werden die Portugiesen sein, es werden die Spanier sein, die 26 Milliarden nach Griechenland geschickt haben, es werden die Iren sein, es werden die Letten sein, alles Länder, die die Krise anders gelöst haben. Die werden für den Schuldenschnitt auch für Italien. Wir reden von Europa. Und ja, das wird das Vernünftigste sein, dass man sagt, also man hat zwei Optionen. Hilfe, vor allem auch für die sozialen Zerrüttungen in dem Land, überhaupt keine Frage, gegen Reformen. Oder dass man sagt, liebe Griechen, wenn ihr wirklich nicht mit uns wollt, sondern eure Zukunft woanders setzt, dann gibt es einen Schuldenschnitt mit einem Exit-Szenario. Das wird die zwei Möglichkeiten sein und ich bin sehr zuversichtlich, dass es das erste Szenario sein wird. Das heißt, was heißt Reformen? Das heißt, was Reformen sind. Sie werden ja was vorschlagen, nehme ich an. Abgesehen von Verstaatlichungen. Wir haben unser Programm vorgelegt. Das ist es. Ja, da werden Sie wahrscheinlich einiges ändern müssen. Das sind tiefere Reformen, dafür werden Sie kein Geld bekommen. Das sind tiefere Reformen, als Sie sich vorstellen können. Frau Klappel, was wird Ende Februar passieren? Naja, wenn ich das entscheiden könnte. Die Griechen müssen um eine technische Verlängerung des zweiten Hilfspakets, das heißt um ein drittes Hilfspaket, ansuchen. Dazu gibt es ganz klare Voraussetzungen und Vereinbarungen, die getroffen wurden. Die kann man einhalten oder nicht einhalten. Also hart bleiben, mit einem Wort. Naja, was heißt hart bleiben? Dass die Vereinbarungen eingehalten werden. Es gibt Vereinbarungen, das hat der Kommissionspräsident gesagt, das hat der deutsche Finanzminister gesagt, das hat der Leiter Dijsselbloem von der Eurogruppe gesagt. Also Europa sagt das jetzt und man wird sehen, welches Angebot von der griechischen Seite kommt. Und ich meine, es ist wirklich ich glaube, der Februar ist eine ganz, ganz kritische Zeit auch jetzt, weil ihnen die Liquidität ausgehen wird im Land, auch die Bankenliquidität. Sie werden nicht mehr die ELA-Gelder abrufen können von der EZB, weil die EZB, ihre Banken werden nicht mehr griechische Staatsanleihen hinterlegen können. Das wünsche ich mir nicht. Sie müssen ihren Gläubigern auf Augenhöhe begegnen und nicht den Gläubiger zu Boden stoßen. Zentralbankdirektor dazu sagen wird. Das weiß ich auch nicht, was der sagt, aber es ist klar, was die EZB sagen wird. Die darf ihnen kein Geld nachlassen und die europäischen Gläubigerländer, die Finnen wurden jetzt angesprochen. Die Finnen haben im April Wahl. Mitte März hat das finnische Parlament aufgelöst und das finnische Parlament muss zustimmen ihrem Schuldennachlass. Was glauben Sie, wie die Parteien das ihren Wählern verkaufen? Herr Köbuchmann-Schieder, die offizielle österreichische Politik, die Sozialdemokraten in ganz Europa rennen herum und sagen, mit dieser Sparpolitik muss es ein Ende haben. Also fangt man bei Griechenland an? Erstens einmal ist es richtig, dass diese Sparpolitik ein Ende haben muss und wir müssen kommen zu einem echten Investieren in Europa. Zweitens darf man auch nicht alles auf die Waagschale legen, was jetzt die Griechen sagen und was die offiziellen Eurogruppenvertreter sagen vor Verhandlungen. Sagt einmal jeder, er ist hart, dann trifft man sich und redet darüber. Und das Sinnvolle wäre, dass man sich auf einen Weg einigt, wo in Griechenland ein Ende diesen brutalen Sozialabbau gemacht wird. Zweitens ein Weg eröffnet wird, wie diese korrupten Strukturen zerstört werden. Und drittens auch Investitionen gefördert werden. Wenn man diesen Weg geht, dann kann man, glaube ich, auch die Schuldenlast verringern und ein vernünftiges Paket schnüren, sodass auch dieses Problem von Ende Februar keines ist, wenn man dann eine Lösung hat. Die Schuldenlast muss man gar nicht. Was wollen Sie noch streichen? Ein Zusammenrücken von Sozialdemokraten und nicht sozialdemokratischen Linken, und das gefällt mir. Das ist quasi das Schlusswort. Womit werden Sie in die Verhandlungen mit Brüssel gehen? Was werden Sie anbieten? Ganz konkret. Eine Verlängerung der Laufzeit, der Zinsen? Nein, unsere Forderung ist der Schuldenschnitt. Alles Und die Position von Brüssel ist nein. Gut. So fangen die Verhandlungen an. Gut. Was ist der nächste Schritt? Ja, ich werde die Verhandlungen hier... Nein, gar nicht. Was ist der Plan B? Sagen Sie mal, geht es dann einfach darum, diese Belastungen weiter aufzuteilen, zu reduzieren? Es geht darum, dass die untragbare Schuldenlast erleichtert wird und
Aber das hilft nicht. Das ist schon zwei Mantra jetzt. Das hilft mir nicht. Auch eine Streichung der gesamten Schuld, eine hundertprozentige, würde dazu führen, unter derselben Politik, dass in 10 Jahren die Schulden bei wieder da sind. Das hilft Ihnen liquiditätsmäßig null bis Ende Februar. Nur mit einem Reformprogramm und mit einem Wachstumsprogramm hat eine Erleichterung der Schulden genau. Und sonst nicht. Damit sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich danke meinen Gästen, meine Damen, meine Herren, für das lebhafte Diskutieren. Den nächsten Klartext gibt es am 25. Februar, wieder an einem Mittwoch und dann wieder mit einem aktuellen Thema und neuen Gästen. Vielen Dank. Guten Abend.